Begrüße Sie nochmal recht herzlich. Wir schauen uns heute die M-Files Product Roadmap an. Sprich, Sie bekommen jetzt als Kunde oder eben auch als interessierter Zuhörer einfach mal einen Einblick in die Roadmap von M-Files, was so die nächsten Schritte sind, was an Themen geplant ist und auch in welcher chronologischen Reihenfolge Themen eben folgen sollen. Vorab noch eine Info, alles, was jetzt hier gezeigt wird, das sind wirklich direkte Informationen von M-Files. Die folgen jetzt nicht einer verbindlichen Aussage. Sprich, es kommt dann auch genau im Herbst raus oder irgendwas dergleichen. Das ist so die Marschrichtung, die man halten möchte. Aber es kann immer mal Verschiebungen in die Priorisierung geben. Es kann mal irgendwas noch reinrutschen. Das ist jetzt kein verbindliches Commitment auf jedes einzelne Feature. Aber es ist schon ein sehr guter Orientierungsrahmen. So viel mal vorab. M-Files verfolgt ganz klar auch den Ansatz, dass der Mitarbeiter sich jetzt primär auf die Information fokussieren soll. Das ist das, was jetzt aktuell und in der jetzigen Zeit für den Mitarbeiter relevant ist. Die Information, die Daten, der Gegenstand letztendlich. Und deswegen gibt es 4 Themen für die nächsten 12 Monate, mit denen M-Files sich primär auseinandersetzt. Zum einen, vielleicht noch ganz kurz vorab, wir haben die Folien in Englisch gehalten, weil das ebenfalls Folien sind. Aber natürlich werde ich Ihnen alles in Deutsch jetzt einfach wiedergeben und auch mal ein bisschen entsprechend auch zeigen, wo wir uns gerade befinden. Zum einen wird der komplette IML-Ansatz weitergefahren. Das schauen wir uns auch nochmal für die, die sich noch nicht mit ebenfalls auskennen, nochmal ein bisschen genau an, was sich dahinter verbirgt. Ein sehr weiteres großes Thema ist die Integration von ebenfalls UI in weitere andere Systeme. Da wird ganz klar der Ansatz verfolgt, dass man sagt, es gibt nicht ein System, über das wird eben alles sozusagen abgehandelt und es managt alles, sondern es gibt tatsächlich noch andere heterogene Systeme, die im Einsatz sein können, wie in Salesforce, wie in SharePoint und so weiter, die einfach schon da waren oder auch etabliert werden. Und hier müssen einfach die Systeme miteinander sauber verzahnt werden. Es darf für den Nutzer keinen Medienbruch geben. Er muss einfach wissen, sobald er in ein System geht, hat er eigentlich alle Informationen vorhanden. Schauen wir uns aber auch nochmal entsprechend an. Dann geht es natürlich auch im dritten Teil darum, einfach diese tägliche Nutzung zu vereinfachen und auch zu verbessern. Das heißt, das höchste Gut bei einem Softwareprodukt ist nach wie vor einfach die Usability, dass die Nutzer die Software annehmen und auch Spaß haben, damit zu arbeiten. Und ein großes Thema ist natürlich auch die Cloud-Plattform, wobei wir jetzt im heutigen Rahmen keinen allzu großen Fokus drauf legen werden. Schauen wir uns nochmal die IML-Vision eben entsprechend an. Es gibt 3 Kernthemen, die mit der IML-Version verfolgt werden. Das ist einmal der Metadatenansatz, den kennen ebenfalls Nutzer schon von heute. Den kennt man aber auch von anderen Anwendungen her, wie Instagram und so weiter. Es geht weniger darum zu sagen, dass wir jetzt eben die Informationen in speziellen Ordnern ablegen, sondern jedes Dokument, was wir im System ablegen, wird mit Informationen versehen. Wir sagen, welcher Kreditor es ist, welcher Kunde es ist, auf welches Produkt es sich bezieht, auf welches Projekt, welches Dokumentendatum und so weiter. Was dann noch dazu kommt, ist der repository-neutrale Ansatz. Das bedeutet eben das, dass es uns letztendlich egal ist, in welchem System die Dateninformationen vorgehalten werden. Ich habe eine Oberfläche, die sich auf alle anderen Systeme connectet, wie ein SharePoint, wie ein Filesystem und so weiter. Und der dritte große Ansatz ist einfach das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Da geht es darum, dass man eben sagt, okay, der Nutzer arbeitet natürlich mit einem Dokumentenmanagementsystem, aber er soll soweit unterstützt und auch befähigt werden, die Sachen automatisiert abzulegen, dass da eben eine AI im Einsatz ist. Die AI lernt kontinuierlich dazu, die schaut sich das Nutzerverhalten an und macht auf der Basis dann eben Vorschläge oder verarbeitet in Zukunft dann auch selbstständige Informationen. Kommen wir noch entsprechend drauf zu sprechen. Genau, vielleicht mal ganz kurz, auch da gehen wir jetzt nicht so sehr in die Tiefe. Was sind die repository-neutralen Features? Es wird einmal einen M-Files Ground Link geben. Was bedeutet das? Die Kunden, die M-Files mit dem IML bereits im Einsatz haben, die kennen unter anderem den Netzwerkordner Connector. Mit dem habe ich die Möglichkeit, Inhalte, die auf dem Netzlaufwerk sind, komplett in M-Files einzubinden. Die bleiben auf dem Netzlaufwerk bestehen.
Ich kann aber bei M-Files alle Inhalte suchen, finden und auch bearbeiten. Das heißt, ich habe eine nahtlose Integration mit meinem Filesystem. Bisher war das aber nur für die Nutzer möglich oder für die Kunden möglich, die alles on-premise, sprich auf eigenem Server haben laufen lassen. In Zukunft ist es auch möglich, über den Ground Connector und den Ground Link aus der Cloud in die lokale Filesystemumgebung sich zu connecten und Netzlaufwerke anzubinden. Was es dann auch noch geben wird, ist in dem Zuge die External Object Migration. Auch das geht Hand in Hand mit dem Netzwerkordner-Connector. Wann immer ich jetzt Dokumente habe, die auf dem Filesystem liegen, sprich irgendwelche Altdokumente, Altbestände, dann kann ich die im M-Files jetzt eben über die Metadaten klassifizieren, kann eben sagen, das bezieht sich jetzt auf den Kunden Meier, das ist jetzt das Projekt HP-Plotter und so weiter. Und sobald ich das eben klassifiziert habe und gewisse Informationen mitgegeben habe, kann es automatisch migriert werden aus dem Netzlaufwerk in M-Files. Das heißt, ich spare mir hier die komplette Migration, muss keine Migrationsszenarien entwerfen, sondern ich gehe peu à peu ran, klassifiziere meine Informationen, die Daten und gebe das entsprechend weiter. Daneben wird es noch weitere Repository-Konnektoren geben, so nennen wir das immer. Letztendlich verbirgt sich dahinter nichts anderes als die Anbindung an andere bestehende Systeme, wann immer wir von Repository-Connectors sprechen. Die anderen drei Themen, die lassen wir so ein bisschen raus. Das sind speziellere Themen, die jetzt für die breite Masse vielleicht nicht so ganz spannend sind. Wenn man uns jetzt diesen systemneutralen Ansatz anschaut, dann hat M-Files ganz viele Konnektoren entwickelt und entwickelt zukünftig noch viele weitere Konnektoren. Das Ziel ist es, wie gesagt, zu verfolgen, dass M-Files ihre Endoberfläche ist oder aber auch sie primär zum Beispiel im Salesforce arbeiten und dort in M-Files integriert haben. Sprich, wir kümmern uns nicht mehr wirklich darum, wo die Informationen liegen, sondern für uns liegt der Fokus auf den Endnutzer und ob der Endnutzer im Salesforce arbeitet oder im M-Files oder im beiden System, ist für uns irrelevant. Es muss einfach einen bidirektionalen Connector geben, der einen Medienbruch eben verhindert und somit auch Nutzerakzeptanz schafft. Welche Konnektoren es jetzt schon gibt, ist einmal der Netzwerkordner-Konnektor. Das heißt, Sie können sich mit M-Files in die bestehende Netzwerkordnerstruktur integrieren. Es gibt einen Connector für SharePoint Online, für SharePoint Server 2016, 13 und 10. Die vorherigen Versionen werden nicht mehr unterstützt. Es gibt einen OneDrive-Connector, einen Google Drive-Connector. Und ja, das sind eigentlich die wesentlichen Themen, die jetzt, denke ich mal, für den deutschen Markt soweit interessant sind. Ab und zu trifft man noch iManage an, aber primär bewegen sich die meisten Kunden in den Bereich Netzwerkordner oder SharePoint-Connector. Es gibt tatsächlich immer noch gewisse Vorbehalte, auch was Google Drives und so weiter angeht, liegt primär aber auch in der Geschichte mit Datenschutz, der in Deutschland natürlich dann auch nochmal einen gewissen Stellenwert genießt. Das ist das, was es schon gibt. Unter anderem gibt es hier auch den Salesforce Connector schon. Der ist jetzt gerade noch bei Plaid aufgeführt, ist aber gerade fertig geworden. Aber auf der rechten Seite sieht man, welche weiteren Systeme noch angedacht sind. Was natürlich ganz spannend ist, ist der Microsoft Exchange. Der ist für viele Businesskunden ein sehr großer Benefit, weil natürlich überall ein Exchange im Einsatz ist. Was sicherlich für viele auch interessant sein dürfte, ist das Thema Confluence. Viele betreiben mit Confluence Wiki ihr Wissensmanagement. Auch dafür wird ein Connector bereitgestellt werden. Microsoft Teams Integration ist auch inzwischen häufiger nachgefragt. Dürfte auch sicherlich interessant sein. Und was natürlich auch sehr häufig jetzt inzwischen im Einsatz ist, ist der Salesforce, die Salesforce-Integration. Schauen wir uns aber auch gleich nochmal in ein paar Slides an, was das eben umfasst. Wichtig ist einfach bei diesen Konnektoren, es ist immer eine bidirektionale Connection, sprich es werden sowohl im M-Files Informationen aus dem Salesforce oder aus dem Confluence dargestellt, aber auch umgekehrt gibt es dann eine komplette Integration in das jeweilige Drittsystem. Meistens ist es eine reduziertere Sicht. Schauen wir uns jetzt aber einfach mal in den nächsten Folien an. Dann ist noch ein ganz großes Thema, das Thema künstliche Intelligenz. Hier wurde vor 3 Jahren ein kanadisches KI-Unternehmen aufgekauft und man hat jetzt im letzten Jahr schon gemerkt, mit den ganzen EML-Services,
floss schon eine Menge KI rein, aber es fließt noch weiter immer mehr KI-Content mit dazu. Ein großer Punkt, wo hier gearbeitet wird, ist, diese intelligenten Services weiter auszuarbeiten. Das heißt, es geht zum einen darum, den Inhalt zu verstehen, aber im zweiten Step vor allem auch den Kontext zu verstehen. Das heißt, das eine ist das inhaltliche Auslesen, das andere ist das kontextuelle Auslesen von Informationen. Der zweite Punkt, auch ein sehr häufig nachgefragter Punkt von unseren Kunden, ist das Thema Automatisierung. Zum Beispiel, ich scanne viele Dokumente im Batch an meinem Endgerät ein und möchte die eigentlich gar nicht mehr weiter mit Metadaten versehen müssen, sondern M-Files soll eben rangehen und mir diese Batches automatisch verarbeiten. Sprich eben erkennen, okay, dabei handelt es sich um Eingangsrechnung, dabei handelt es sich um Lieferscheine zum Beispiel, die auch häufig in großen Mengen reinkommen. Und all diese Dokumentarten, da hat M-Files sich dann irgendwann einmal antrainiert, hat gelernt, wie die abgelegt wurden oder kann eben aus den Inhalten, aus dem Kontext erkennen, um welchen Lieferschein es sich handelt, von welchem Kreditor der eben stammt, wer gegebenenfalls auch der interne Ansprechpartner ist. Und der dritte Punkt ist der Zugriff. Hier geht es vor allem um die Suchen. Das heißt, hier wird eine neue Suche bereitgestellt werden. Die Smart Search wird sich die in Zukunft nennen. Und die wird nicht nur eine reine Suche sein, wie man es jetzt aus dem heutigen Stand kennt, wo man eben die Inhalte nach oder die Dokumente nach Inhalten durchsucht, nach Metadaten und so weiter, sondern vor allem auch Erfahrungswerte mit einfließen lässt. Also sprich, was haben andere Nutzer gesucht oder was haben es dann andere Nutzer ausgewählt, wenn sie diesen Suchbegriff gewählt haben und das wird mit reingerankt. Oder es werden auch Inhalte angezeigt, die für andere Nutzer in diesem Kontext interessant waren, die da eben nach dem Begriff gesucht haben. Also das ist ein ganz großes Thema und hier wird es auch die ersten Punkte sicherlich in den nächsten Monaten in Form von neuen Features geben. Es gibt ein paar Kernprinzipien, die man eben hiermit verfolgt. Zum einen geht es immer damit bei der KI, dass Probleme gelöst werden sollen. Also jedes neue Feature verfolgt den Grundgedanken, dass es den Mitarbeitern eben ihrer täglichen Arbeit helfen soll und unterstützen soll. Einfach schneller, besser, smarter. Der zweite Ansatz ist, und den haben wir auch mit dem M-Files Classifier später drin, ist der Ansatz Zuhören und Lernen. Hier geht man damit ran und sagt, es gibt M-Files Features oder eine KI, die kann, das kann jeder Kunde für sich selber entscheiden, ob er das auch so möchte, aber die beobachtet das Nutzerverhalten. Also, sie beobachtet zum Beispiel, wann immer gewisse Dokumente reingekommen sind, wie Lieferschein oder Rechnung. Wird eben geschaut, wie wurde dieser Beleg typischerweise verarbeitet. Also, wann immer ich einen Beleg zum Beispiel von HP bekommen habe, gehe ich eben ran und beobachte, wie dieser HP-Beleg abgelegt wurde. Habe dann herausgefunden, okay, typischerweise wurde der Kreditor HP ausgewählt. Typischerweise war der Sachbearbeiter Frau Müller und so weiter. Also auf dieser Beobachtungsphase hier folgt danach dann eben diese automatische Verschlagwortung oder dieses Vorschlagswesen. Wichtig ist hier noch zu sagen, es muss ein gewisser Satz an Daten antrainiert werden. Also für Sie jetzt als Zuhörer, die ungefähre Menge, die man sagt, bis das zuverlässig funktioniert, sind ungefähr 100 Dokumente, die verarbeitet werden müssen. So lang braucht man ungefähr, um sicherzustellen, dass es auch ein sauber identifiziertes Verhalten, Muster ist, das man sich ja angeeignet hat. Dann vor allem auch ein ganz wichtiger Ansatz out of the box. Vor allem jetzt für unsere Bestandskunden, die jetzt auch im Webinar teilnehmen, geht es immer darum, wann immer ein neues Feature kommt, ist auch der Ansatz zu sagen, das neue Feature ist relativ schnell ready to use. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, das neue Feature ist jetzt da, das muss jetzt aufwendig noch konfiguriert, eingerichtet, angepasst werden und so weiter, sondern es wird hier ganz klar die Strategie verfolgt, dass wir sagen, okay, diese neuen Features sind jetzt vorhanden, es müssen ein paar Klicks getätigt werden, aber dann kann der Nutzer schon direkt oder der Kunde direkt davon profitieren. Man hat das in der Vergangenheit auch schon mit den bisherigen Features ganz gut gesehen. Wenn wir uns die Matcher-Geschichten anschauen für das Vorschlagswesen,
die Textanalyse, die es eben gibt. Da sieht man sehr gut, wie dieser Grundgedanke auch eingeflossen ist und deswegen auch glaubhaft auch durchgehalten werden kann für die Zukunft. Ein paar künstliche Intelligenz-Features, die jetzt in der nächsten Zeit kommen werden. Also 2019, den M5 Smart Classifier, den gibt es schon. Aber das ist genau dieser Ansatz, den wir jetzt gerade beschrieben haben. Für die Kunden, für die es interessant ist, kann man eben diesen Classifier mit aktiv schalten und der beobachtet dann eben das typische Nutzerverhalten. Das ist eben maschinelles Lernen. Und das hilft Ihnen jetzt eben im ersten Schritt dabei, die Dokumenttypen zu erkennen. Sprich, hat eben, man wird eben beobachtet, es wird immer geschaut, wie spezielle Dokumente abgelegt werden. Und irgendwann weiß ebenfalls, okay, das ist ein Lieferschein, das ist ein Vertrag, das ist eine Rechnung und so weiter. Das zweite ist der ebenfalls Information Extractor. Auch den gibt es jetzt aktuell schon. Und was der machen kann, der kann eben kontextabhängige Informationen aus einem Dokument eben rauslesen. Das dritte, M-Files Discovery, das muss man sich eher so vorstellen, das ist jetzt nicht nur rein ein M-Files integrierter Ansatz, sondern da geht es vielmehr darum, ich habe zum Beispiel mein Netzlaufwerk angebunden, ich habe zum Beispiel mein Salesforce angebunden und mein SharePoint. Und wenn ich jetzt hier eine Discovery-Abfrage mache, ich suche zum Beispiel nach irgendeinem Suchbegriff, nach irgendwelchen Vorkommnissen, dann werden mir alle Bereiche durchgesucht, aber nicht nur auf den Suchbegriff, sondern auf Kontexte, die damit zusammenhängen können. Und was es dann eben noch in Zukunft geben wird, was sicherlich ein tolles Feature für viele Bestandskunden wird, ist das Thema Smart Metadata. Davon versprechen wir uns und auch für unsere Bestandskunden den größten Benefit. Hier geht es wirklich darum, nicht nur zu erkennen, was für ein Dokument jetzt abgelegt wird, was für ein Typ, sondern auch direkt die Metadaten dann eben vorzuschlagen und die Dokumente dann auch mit diesen Metadaten zu versehen. Also sprich, ich habe einen Lieferschein von HP und dann habe ich auch direkt den Metadateneintrag für den Kreditor mit HP. Ich habe das Dokumentendatum zum Beispiel und so weiter. Also da geht es dann wirklich um das tägliche Doing des Mitarbeiters. So. M5 Discovery, die Folie, die wird man im Nachgang bereitstellen. Die hier wird man jetzt mal überspringen. Und gehen jetzt hier nochmal eine Folie weiter. Wenn wir uns das mal anschauen, was wir jetzt gerade hatten, ist der systemneutrale Ansatz. Wir gehen jetzt ein bisschen weg vom Thema künstliche Intelligenz und gehen nochmal hin zum Thema systemneutraler Ansatz, Integration in andere Drittsysteme. Zwei häufig anzufindende Systeme in Unternehmen sind zum Beispiel SharePoint und Salesforce. Und was es jetzt hier gibt, ist, es gibt eine komplette Integration in die jeweiligen Systeme. Wenn man sich jetzt hier mal an diesem Screenshot SharePoint anschaut, dann sieht man hier sehr gut, dass ich eine normale SharePoint-Umgebung habe, mit meinem Menü auf der linken Seite, mit den typischen SharePoint-Einträgen hier oben. Aber es wird komplett in die Oberfläche M-Files Inhalt eingebettet. Sprich, ich kann, wenn ich zum Beispiel im SharePoint auf einem speziellen Kunden bin, auf einem speziellen Projekt bin, kann ich die zugehörigen M-Files-Dokumente hier einblenden. Der Nutzer erfährt hier kein Medienbruch. Das heißt, er kriegt hier eine komplette Liste mit allen Dokumenten angezeigt, die zum Beispiel das Unternehmen ESTT Corporation betreffen. Also die Orders, Projektvereinbarungen, Projektpläne und so weiter. Zugleich hat er auf der rechten Seite dann auch seine ganz normalen Ansichten, die aus dem M-Files-Scan, die Metadatenmaske, die Vorschau und so weiter. Er kann die Dokumente auch direkt aus dem SharePoint öffnen. Das heißt, auch hier ohne Medienbruch, es wird kein Absprung nach M-Files vollzogen, sondern es wird eben direkt hier geöffnet. Es gibt ja auch hier dann eine normale Suche, um die Inhalte zu durchsuchen. Aber es ist auch nicht nur ein lesender Zugriff. Ich kann die Dokumente auch direkt über SharePoint öffnen und bearbeiten. Ich kann Workflows anstoßen, Berechtigungen vergeben und so weiter und auch neue Dokumente erzeugen. Hier sieht man das sehr gut, wie es integriert ist. Es gibt auch nochmal weitere dann Sessions zu den jeweiligen konkreten Konnektoren. Was ein ganz spannender Konnektor jetzt auch für die Zukunft ist, ist der Konnektor für Salesforce. Zunehmend merkt man auch im deutschen Markt, dass es einige Unternehmen gibt, die jetzt auf Salesforce als CRM-System setzen.
Und für die ist natürlich so eine Integration besonders spannend. Weil, was Salesforce natürlich sehr gut kann, sind diese ganzen Account-Informationen zu verwalten. Sprich, ich habe jetzt wieder auch hier eine ESD Corporation. Ich kann hier drin meine ganzen Kontakte von der ESD Corporation verwalten. All das, was ein typisches CRM-System mit sich bringt. Wann immer ich jetzt aber als Vertriebler unterwegs bin, möchte ich aber auch alle anderen Dokumente dazu sehen, die eben vielleicht diesen Account betreffen. Also ich möchte alle Angebote sehen, die rausgegangen sind. Ich möchte aber vielleicht die Anfrage auch sehen. Ich möchte aber vielleicht auch die Eingangsrechnung sehen, die ich für bestehende Aufträge jetzt reinbekommen habe. Und auch hier sieht man hier sehr gut, wir sind auch hier in der Salesforce-Oberfläche unterwegs. Auch hier wird es nochmal eine separate Session geben. Das ist eine komplett webbasierte Cloud-Integration von Salesforce. Da gibt es auch schon laufende Projekte. Ich habe hier oben meine ganzen normalen Salesforce-Informationen mit Sales Home, Accounts. Ich habe meine jeweiligen Bereiche hier. Und ich sehe unten dann aber wieder meine M-Files-Integration. Auch das hier ist wie im SharePoint voll interaktiv. Ich habe hier meinen Account ESD Corporation, alle Dokumente diesbezüglich, also sprich Angebote, Projektmeeting-Informationen, NDAs, Non-Disclosure Agreement und solche Geschichten. Und auf der rechten Seite habe ich unter anderem auch direkt die Vorschau, die wir aus M-Files kennen. Also sprich, ich kann mir auch hier direkt die Vorschau anzeigen lassen. Ich muss auch hier nicht in M-Files abspringen. Ich kann auch theoretisch hier wieder direkt ein Dokument öffnen. Ich kann auch Dokumente bearbeiten. Also als Salesforce-Nutzer oder als Vertriebsmitarbeiter muss ich zu keinem Zeitpunkt einen Absprung in die M-Files-Oberfläche machen. Ich habe alle M-Files-Inhalte direkt im Salesforce drin. Ich bleibe in meiner gewohnten Umgebung. Habe aber den vollen Benefit aus der M-Files-Welt eben hier mit integriert. Das mal so zwei Beispiele zu den repository-neutralen Ansätzen und dann wird eben auch kontinuierlich weiterentwickelt. Was wir uns jetzt gleich noch anschauen werden, ist der M-Files Document Compare, der Dokumentenvergleich. Der ist jetzt schon verfügbar. Und für vor allem viele Bestandskunden, die auch ebenfalls online einsetzen, sicherlich ein tolles Feature. Was der nämlich ermöglicht, ist natürlich einmal den bisherigen Word-Vergleich, den viele Bestandskunden schon kennen. Aber was jetzt in Zukunft noch dazugekommen ist, es gibt jetzt auch einen PDF-Vergleich. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, PDFs miteinander zu vergleichen und sich Unterschiede anzeigen zu lassen. Und das Tolle an dem Feature ist, diese PDFs, die können im ebenfalls liegen, müssen aber nicht im M-Files liegen. Das heißt, Sie müssen nur ausgehend von einem Dokument gehen, was im M-Files liegt, und können es mit einem anderen Dokument vergleichen, was zum Beispiel irgendwo auf dem Netzlaufwerk liegt. Und er zeigt Ihnen dann direkt die zwei Unterschiede, die Unterschiede zwischen den zwei Dokumenten an. Also ein ganz spannendes Feature, schauen wir uns aber auch live an. Was es dann auch noch gibt, auch häufiger nachgefragt, ist eine Co-Authoring Experience. Sodass Sie eben in Office Online Produkten jetzt parallel an Dokumenten mitarbeiten können. Kommen aber auch gleich nochmal dazu. In Zukunft wird es dann eben auch diese Smart Search geben, die wir jetzt gerade schon mal ein bisschen angeteasert haben, wo wirklich kontextabhängige Informationen noch mit angezeigt werden. Also die einfach alle in diesem Kontext Sinn machen und relevant werden. Woran man auch immer natürlich stetig arbeitet, das sind einfach Performance Improvements. Der Nutzer, desto länger er warten muss, desto weniger gut ist die Akzeptanz. Das heißt, das Ziel ist natürlich immer ein sehr, sehr schnelles System bereitzustellen. Und es geht auch immer darum, dass wir vor allem die User Experience immer weiter verbessern. Der Dokumentenvergleich, der ist jetzt schon verfügbar in der ebenfalls Online-Version. Für die Bestandskunden, für die es interessiert, die können sich dann gerne auch im Nachgang an uns wenden. Dann sprechen wir die Themen durch. Der sieht jetzt eben entsprechend so aus, schauen wir uns aber auch direkt an und gibt Ihnen eben die Möglichkeit, jetzt direkt aus dem M-Files Dokumente mit älteren Versionen zu vergleichen, Dokumente mit irgendeiner Version von einem anderen Dokument zu vergleichen oder mit einem kompletten anderen File-Format. Also Sie können theoretisch auch PDFs mit Words vergleichen. Aber auch hier gleich mal direkt mitgegeben. Sobald ich ein anderes Format gebe, muss ich aber auch davon ausgehen, dass Layouting-Informationen in den Tools ein bisschen anders dargestellt werden. Also die Vergleichbarkeit
Formatübergreifend ist deutlich schwieriger als Vergleichbarkeit in gleichartigen Formaten. Die Co-Authoring Experience, wenn wir uns die anschauen, da geht es wirklich darum, dass man jetzt für die ganzen Office Online Applications, primär natürlich Word und Excel, jetzt gemeinsam an den Dokumenten arbeiten kann. Wichtig, das gibt es sowohl in der M-Files Web- und Desktop-Umgebung. Und was eben auch noch folgt, ist, dass man später mit externen Parteien auch an Dokumenten arbeiten kann. Also es müssen dann keine direkten M-Files-Nutzer sein. Es können irgendwelche externe Kunden, Lieferanten sein, die jetzt auch an der Dokumentbearbeitung entsprechend mitwirken. Was natürlich auch immer noch gemacht wird, sind so kleine User Experience Informationen. Es wird dann eben ein Streamline-Kontextmenü geben, also ein verlaufsabhängiges Kontextmenü, was Ihnen alles anzeigt. Die ganzen Berechtigungen auf Nutzerseite werden deutlich einfacher zu nutzen sein. Das Anlegen von Ansichten im M-Files wird auch nochmal in der Usability verbessert. Zugegeben, es ist heute schon nicht sonderlich komplex, aber es braucht eine gewisse Einarbeitung, um zumal den einen mal den Filter für Ansichten zu definieren, aber auch dann die ganzen Gruppierungen, die da drin eben möglich sind. Es wird dann auch diese ganzen Assignment Approvals, die es eben geben kann. Also wenn Sie zum Beispiel rangehen und sagen, Sie wollen Bestätigung einholen von den Mitarbeitern für ein Dokument. Das wird vereinfacht. Oder Sie wollen Aufgaben aufteilen auf die Mitarbeiter und dann eine Rückmeldung haben, wenn alle Aufgaben erledigt sind. All das wird eben nochmal einfacher vom Handling gemacht werden, auch in der Konfiguration. Das ganze Workflow-Modul wird überarbeitet werden, modernisiert, aber es werden auch neue Features folgen. Und das Tab, das PIN-Tab wird nochmal optimiert werden. Was es aber in Zukunft nicht mehr geben wird, ist dann dieses Aufgabenpanel, weil es eben in den anderen Ansichten damit inkludiert sein wird. Eine Information, die wir jetzt hier noch nicht drin haben, weil es dafür auch keinen klaren Termin gibt, betrifft den Webclient. Häufig fragen unsere Bestandskunden auch an, was ist denn jetzt bezüglich der Weiterentwicklung von dem Webclient, weil er ja von der Oberfläche her sich noch heute deutlich vom M-Files Desktop Client unterscheidet. Der Desktop Client ist schon in der Version 2018 und M-Files Online komplett überarbeitet worden. Und für den M-Files Web Client ist es das Ziel, dass der in der Oberfläche komplett auch an den Desktop Client angeglichen wird. Hier kann ich, gibt es jetzt noch keinen verbindlichen Termin. Es wird geplant, dass es in den nächsten 6 bis 8 Monaten auch einen neuen Web Client geben soll, der dann eben auch von der Oberfläche her identisch ist oder zumindest in großen Teilen identisch ist mit dem Desktop-Client und dann eben auch kein Medienbruch mehr für den Nutzer bedeutet. So viel nur noch auf der Tonspur mit dazu. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir dann eigentlich auch komplett durch sind, eine Sache noch zeigen bzw. ein bisschen besser darstellen. Für die Nutzer, die jetzt auch auf M-Files Online konvertiert sind bzw. auch den EML noch nicht so sehr im Einsatz haben, möchte ich noch mal ganz kurz vor allem diesen KI-Ansatz erklären. Wenn ich jetzt hier ein Dokument habe, wie zum Beispiel dieses PDF hier, irgendeinen Vertrag zu einem Produkt, zur Gasversorgung, den ich dann eben in M-Files ablege und ich ziehe den jetzt in M-Files rein, dann gibt's hier, wird das Dokument immer analysiert. Ich habe hier mein Dokument in der Vorschau und wenn ich in M-Files das jetzt ablege, dann geht immer alles metadatenbasiert. Für die Nutzer, die mit M-Files schon gearbeitet haben, ist es sehr geläufig. Das heißt, ich muss immer sagen, was ich ablege. Ist es jetzt ein Vertrag, Angebot, Auftragsbestätigung? Und hier hat er mir schon das erkannt und macht mir Vorschläge. Und wenn ich jetzt hier den Vertrag auswähle, dann sieht man, habe ich weitere Felder zu befüllen. Das Dokumentendatum, das Unternehmen, von dem das Dokument kommt und so weiter, das Produkt. Das ist genau dieser IML, dieser KI-Ansatz, aber erstmal auf rudimentäre Art. Was er hier nämlich macht, ist, er gleicht einfach die Inhalte aus dem Dokument ab mit meinen Wertelisten hier im ersten Step. Also er schaut, ich habe hier eine komplette Unternehmensliste mit allen meinen Unternehmen. Und was er im ersten Step macht, ist, er schaut, gibt es dieses Unternehmen hier, was ich hier gefunden habe, in irgendeiner Art in meiner Unternehmensliste? Falls ja, schlägt er mir das entsprechend vor. Das sind diese Einträge hier unten. Er hat die Montana Energieversorgung GmbH gefunden und die S&K Süddeutsche Kraftwerke GmbH.
Das heißt, das ist sozusagen diese erste Stufe. Wir nennen das immer den Matcher, weil er einfach nur abgleicht. Finde ich Inhalte aus dem Dokument in meiner jeweiligen Werteliste hier vor. Für die Bestandskunden, die das schon im Einsatz haben, ist es nichts Neues, aber es wurde weiterentwickelt, dieses Feature. Bis dato war es immer notwendig, dass er diesen kompletten Begriff hier findet, also S&K Süddeutsche Kraftwerke. Jetzt ist es nicht mehr notwendig. Es können auch Teile davon nur gefunden werden, wie Süddeutsche und der Vorschlag eben erfolgen. Groß- und Kleinschreibung ist inzwischen auch, oder kann man zumindest mitgeben, ist nicht mehr relevant. Und es kann auch sonst gewisse kleinere Abweichungen geben. Und er schlägt Ihnen das entsprechend vor. Also auch die bestehenden Komponenten werden eben kontinuierlich weiterentwickelt. Was man jetzt hier auch in diesem Fall sieht, ist das eine, was uns hier vorgeschlagen hat, ist der Matcher. Der reine Abgleich mit den Geschichten. Was habe ich im Dokument gefunden? Was passt mit meiner Liste zusammen? Jetzt gibt es noch zwei weitere Einträge hier. Das ist jetzt nicht mehr der Matcher, sondern er hat mit Plus neue Vorschläge gemacht. Und das ist jetzt kein Standardabgleich mehr, sondern da geht die Textanalyse drüber. Das ist die Stufe 2. Stufe 2 sagt, okay, wenn der Matcher schon mal durch ist, alles toll, jetzt komme ich dran. Und er versucht ihn aufgrund von gewissen Mustern, Formen, Vorschläge zu machen. Also zum Beispiel kann er Ihnen eben für Unternehmen vorschlagen, ich habe den Eintrag Energieversorgung GmbH gefunden. Aufgrund der Firmierung GmbH, AG, GmbH und Co. KG und so weiter, was es alles geben kann, hat er für sich erkannt, das ist ein Unternehmen, das habe ich noch nicht in meiner Liste hier. Also schlägt er über das Plus vor, dass man das eben neu erstellen kann in der Liste. Wenn ich auf Plus gehe, dann fragt er mich, ob ich diesen Eintrag hinzufügen möchte. Mache ich jetzt mal nicht. Zeitgleich hat er aber auch eine Liste an Unternehmen, die er schon kennt. Also es gibt natürlich schon eine Fülle an großen Unternehmen in dieser Welt, die auch hinläufig bekannt sind, wie Kraft, SAP und so weiter. Und er kann aus einer eigenen Liste dann eben auch sich bedienen und auf der Basis dann eben Vorschläge machen und sagen, okay, es geht mir nicht nur um die Unternehmensform, sondern eben auch um die Unternehmen, die ich jetzt schon kenne, die aber nicht in der eigenen Unternehmensliste des Kunden vorkommen. Und macht ihm hierfür dann eben Vorschläge. Auch das wird eben sukzessive immer weiterentwickelt. Hier gibt es dann eben auch neue weitere Patterns, die dann eben erkannt werden und so weiter. Jetzt kommt immer häufig die Frage, das ist eigentlich noch gar keine künstliche Intelligenz, was wir jetzt hier zeigen. Das sind eher primär Algorithmen und technische Aspekte, die hier durchlaufen werden. Was es eben noch gibt, ist jetzt die dritte Stufe, nämlich der Smart Classifier. Das muss jeder Kunde immer für sich selber entscheiden, ob er das auch einsetzen möchte. Der Smart Classifier liefert Ihnen genau solche Vorschläge wie hier. Nur was sich dann eben verändern wird, ist eben beziehungsweise vor allem für die Klasse hier oben. Nur sind es keine Algorithmen mehr oder Textanalysen, die drüber laufen. Das ist dann richtig beobachtetes Nutzerverhalten. Hier hat man dann beobachtet, wie wurde typischerweise so ein Vertrag zur Gasversorgung abgelegt, wenn hier eben S&K vorkam oder Neckarburg oder irgendwas dergleichen. Was wurden hier an Einträgen dann eben auch ausgewählt und macht Ihnen dann eben die Vorschläge. Das ist ein richtig beobachtetes Verhalten, wo ebenfalls den Nutzer beobachtet und dazulernt. Ist einfach eine Sache, die ganz spannend ist. Aber hier ist es wie bei anderen Systemen auch. Es wird auf einem Server verarbeitet. Der Server steht in der EU. Also sprich, es wird auch EU-Norm eingehalten. Aber es ist eine richtige KI, die hier im Hintergrund zugange ist und sich die Sachen eben beobachtet. Und in Zukunft wird es dann eben auch die Möglichkeit geben, das nicht nur auf den Dokumententyp hier zu machen, sondern mit der Smart Metadata eben auch die Möglichkeit zu sagen, alle Felder wie Unternehmen und so weiter, die kann ich auch über dasselbe Verfahren anlernen lassen. Also er schaut sich wirklich an, wie wurde das Dokument abgelegt, was wurde typischerweise ausgewählt und macht ihnen dann auch Vorschläge für die Metadaten hier. Der Benefit ist halt natürlich ganz klar, der Nutzer wird unglaublich im Handling ja, unterstützt. Die tägliche Arbeit wird vereinfacht, weil er eben nicht noch hier explizit Unternehmen auswählen muss und so weiter, sondern es wird ihm alles schon dargelegt, vorgeschlagen. Er kann es noch anpassen, wenn er möchte, oder er sagt, nee, das passt alles so weit und legt es eben direkt ab. Also diese ganze Metadaten-Verschlagwortungsgeschichte im Feld. Und das ist auch nochmal so ein Schritt hin zur Akzeptanz, dass der Nutzer eben nicht wie beim Filesystem mühsam Datei speichern unter und den Ordner auswählen muss, mühsam eben zig Metadaten hier wählt, sondern alles ist vorbelegt und der Großteil ist vorbelegt und er kann letztendlich mit dem Content
arbeiten. Gut. Das wären eigentlich mal jetzt vorab die interessantesten Themen. Einfach mal auch grundsätzlich die Ebenfalls Roadmap. Was kommt? Was erwartet sie in Zukunft? Und damit wären wir eigentlich für den heutigen Blog auch erstmal durch.